letters from the Havana. Letter 3. Botella, botellero. The city botella, of botellero. Havana described yellow fever. Some of the causes of its prevalence: rents of houses, constructions of them, shops, public buildings, churches and convents, etc., etc. Robert Francis Jameson, The Havana, 1820. Robert Francis Jameson, Letters from the Havana during the year 1820, containing an account of the present state of the island of Cuba and observations on the slave trade. London, John Miller, 69 Fleet Street, 1821. Robert Francis Jameson, Briefe aus Havanna, aus dem Jahre 1820. Bericht über die gegenwärtige Lage der Insel Kuba sowie Betrachtungen zum Sklavenhandel. London, John Miller, 69 Fleet Street, im Jahre 1821. Lesung und Übersetzung aus dem Englischen, Mark Pusch, 2019. Sie hören Auszüge aus Brief 3 über die Stadt Havanna. Wie fast jede andere Stadt Westindiens erstreckt sich die Stadt Havanna entlang der flachen Küste einer Bucht. Wenn man sich der Stadt von der See her nähert, erblickt man zunächst einen engen Zufahrtskanal, zu dessen linker Hand ein hoher Felsvorsprung aufragt, der von einer El Morro genannten Festung beherrscht wird. Sie stellt ein symmetrisches und hoch aufsteigendes Bollwerk dar, dem dank majestätischen Umfangs und sorglicher Ausführung der Maurerarbeit, Ausstattung an Kanonen, Flaggen und militärischen Anlagen im vollen Sonnenschein ein edles und wahrhaft imponierendes Aussehen eignet. Zur rechten Hand des Kanals befindet sich eine kleine und ganz viereckige Festung, La Punta genannt, die an Stärke und Aussehen dem Morro weit unterlegen ist. Hola! Su nombre! Puerto de origen! Dale, dale! Wenn man nun zwischen beiden Festungen hindurchsegelt, wird man von einer Wache angerufen, welche Angabe des Namens und des Abfahrthafens einfordert. So leicht überbrückbar ist die Ausdehnung des Kanals. Der, hat man ihn einmal durchfahren, in einen Hafen, eher in eine weite Bucht führt, die etwa eine Meile tief ins Inland hineinreicht und sich dort auf einer Breite von 3 Meilen erstreckt. Am rechten Ufer hinter La Punta befindet sich Havanna. Hinter Mauern, die gesamte Stadt einfrieden, stellt es aus robustem Stein errichtete Gebäude zur Schau, zwischen denen verstreut die Turmspitzen verschiedener Kirchen und Konvente aufragen. Zum Hafen hin hat die Stadt das Aussehen soliden Alters. Dies verleiht ihr eine großartige Erscheinung, während ihr das geschäftige Treiben auf der See Reiz verleiht. Der Eindruck von Wohlstand und Luxus drängt sich dem Betrachter nach gerade auf. Wenn man dem Rattern der Karren und dem Aufflackern der Lustigkeiten lauscht,
das typische Strahlen und Funkeln betrachtet, das tropische Szenen gemeinhin auszeichnet, ist man rasch verleitet zu vergessen, dass diese Stadt ein Tanzsaal des Todes ist. Die Lage Havannas begünstigt Verbreitung und Überdauern von Krankheiten nur allzu sehr, da es sich zusätzlich zu seinen Festungen auf allen Seiten von einem Ring aus Hügeln eingefriedet findet, der ein freies Zirkulieren der Luft verhindert, sodass sie eine träge Wolke übler Ausdünstung, die der zusammengefärchten Bevölkerung und den sumpfigen Gestaden des Hafens entströmt, hervorbringt und die fortwährend wie eine Drohung über ihr lastet. The direful yellow fever, here called El Vomito Negro, from the final symptom, is found to be nearly entirely confined in its ravages to the seashore. Oh, there's another fly in here. Got you. At any rate, there's not such conflicts of human beings in the inland towns, and there's consequently... Oh, for heaven's sake, I suppose I don't. And food. Das verheerende Gelbfieber, hier wird es aufgrund seines letzten Symptoms, El Vomito Negro, das schwarze Erbrechen genannt, findet sich in seinem Wüten fast vollständig auf die Küstenregionen beschränkt. Jedenfalls erfahren die im Inland gelegenen Städte keinen übermäßig großen Zustrom von Menschen, sodass dort folglich weder ein bedeutender Anlass zum Ausbruch der Pestilenz noch ein besonders fruchtbarer Nährboden zu seiner Erhaltung vorhanden wäre. Schiffe, die aus der Fremde kommend hier anlanden, werden rasch Gegenstand großer Pein. Ganze Mannschaften werden binnen weniger Wochen nach ihrer Ankunft ausgelöscht und die Suche nach Händen für die Heimkehr bereitet manch große Schwierigkeit. Tatsächlich gibt es kaum einen Europäer, der einem Anfall entkommen könnte, und Heerscharen glühender, junger Abenteurer sind von ihren irdischen Hoffnungen in einer Schnelligkeit geheilt worden, die geradezu schockierend genannt werden muss. Aber hier, wie in den Gefechtsreihen großer Schlachten, fühlen sich die Überlebenden, die sich an das Fallen um sie herum gewöhnt haben, nicht dazu verpflichtet, den Opfern auch nur die geringste Beachtung zu schenken. Fährt man in die Meerenge ein, macht sich einer der Hauptgründe der Krankheit sogleich unangenehm bemerkbar. Durch den unerträglichen Gestank von den Lagerhäusern her, wo er getrocknetem Fleisch und Fisch, die zur Unterhaltung der Schwarzen importiert werden, entströmt. Dem Auge öffnen sich eine Vielzahl von engen Straßen, die alle zur großen Versammlung der Gerüche beitragen. Aus Mangel an Abwasserkanälen und Straßenpflaster und aufgrund der von Pferden und Rädern in den Boden gerissenen Löcher, die mit Fleischabfällen sorglich verfüllt werden. Addiert man den Schwarm schwarzer Bewohner hinzu, erhält man eine sehr genaue Palette aller Nuancen des hier aufsteigenden Gestanks. Die engen Straßen werden von großen, soliden Häusern flankiert, die für gewöhnlich über ein Stockwerk verfügen und deren Erdgeschoss gemeinhin als Laden und Lager genutzt wird. Gehört das Haus einem Händler, dann befindet sich das Kontor oben und der Patio, der Innenhof, der mit allen nur erdenklichen Produkten und Effekten angefüllt ist, liegt in der Mitte des Gebäudes. Um ihn herum sind alle Räume angeordnet und ihre Balkone öffnen sich ebenfalls zu ihm hinaus. Im Korridor vom äußeren Tor zum Patio hockt ein gelblicher weißer Mann, der die Fremden beäugt und befragt. Man könnte ihn für eine von Maillardets Automaten halten. So unverändert findet man ihn überall vor. Ständig eine Zigarre im Mund, an der er mechanisch gleichmäßig in drei abgemessenen Zügen pafft, bevor er unabänderlich in derselben Neigung sein Augenlid hebt und schließlich eine Antwort erteilt. Passa, passa.
Sie werden erstaunt sein zu hören, dass ein Haus wie das hier beschriebene pro Jahr zwischen 8.000 bis 14.000 Dollar oder zwischen 1.800 bis 3.150 englische Pfund Miete kostet. Aber Sie werden sich erinnern, dass Havanna eine regelrechte Festung ist und dass innerhalb der Mauern kein weiteres Haus mehr gebaut werden kann. Dass der Zustrom neuer Handelswaren plötzlich erfolgte und dass die Profite immens waren. Und dass beide, Mode und Handel, ihren Platz beanspruchen. Jenseits der Mauern sind die Häuser nicht mehr so teuer, doch selbst dort sind die Mieten immer noch sehr hoch, und zwar deshalb, weil diese Lage als weitgehend frei von Fieberkrankheiten gilt. Die Wohnungen des hohen und niederen Adels sind denen ähnlich, die ich beschrieben habe. Zur Straße hinaus zeigen sie eine einfache steinerne Fassade mit einem großen Tor, das sich an einer Seite öffnet und in der die Volantes genannten Kutschen stehen. Wenn es im Erdgeschoss Wohnräume gibt, dann verfügen diese über große und hohe, unverglaste Fenster, die mit Eisen vergittert und in denen für gewöhnlich Vorhänge angebracht sind, die neugierige Blicke und Staub davon abhalten, allzu zudringlich zu werden. Im Obergeschoss öffnen sich ähnliche Fenster auf einen Balkon, der über die ganze Breite des Hauses verläuft. Das Dach ist mit Ziegeln gedeckt, und verfügt in diesen tropischen Breiten natürlich nicht über einen Kaminzug, der den Dachfirst zu bekrönen geneigt wäre. In der Regel wird das Erdgeschoss von Läden belegt, oder es öffnen sich zu diesem Behelf zumindest Nischen auf die Straßenkreuzungen hinaus. Dies lockert den eintönigen Anblick, der sonst diesen Straßen eigen wäre. Sehr viele Häuser und Geschäfte verfügen nur über ein Erdgeschoss, was einen luftigeren Eindruck befördert, besonders da die letzteren für gewöhnlich Hinweisschilder mit darauf gemalten Zeichen betreffs ihre Einrichtungen über den Türen tragen. So zeigt also das des Barbiers Seifenschaum und Rasiermesser. Desgleichen kann man eine Heldengestalt finden, die in gebührender Weise mit Moustache, einem kräftigen Schnurrbart, mit großem aufgestülpten Hut und einem Goliath-Schwert ausgestattet ist und unter der, um jedes Missverständnis zu vermeiden, geschrieben steht El Héroe Español. Wenn man den so bezeichneten Ort betritt, wird man auf einen mageren, fahlgesichtigen Schneider stoßen, der auf der Ladentheke mit seinen Scheren herumfuchtelt. Nebenan gibt es einen Juwelier oder einen Silberschmied, dessen Portal mit dem interessanten Porträt eines Caballero dekoriert ist, der eine Hand zum Herzen führt und mit der anderen auf einen weiteren, wohlbekleideten Caballero weist. Das ist das Schild von El Buen Amigo, des guten Freundes. Und hat man es erst einmal gesehen, mag man versucht sein, herzlich hier eintreten zu wollen und ohne Furcht vor Aufdringlichkeit etwas zu erstehen. Doch leider ist es allzu wahrscheinlich, dass man hier, wie in anderen Teilen der Welt, die Beobachtung machen kann, dass die äußeren Bekenntnisse von der inneren Neigung nur allzu verschieden sind. Die öffentlichen Gebäude, wie die Residenz des Generalkapitäns, die Intendancia, die Kathedrale, Kirchen, Konvente und so weiter, weisen wenige Zeichen architektonischen Geschickes auf. Erstere ist ein graziles Gebäude inmitten eines großen, offenen Plaza de Armas genannten Platzes und weist an der Front einen langen Säulengang auf, in dem sich die Händler wie auf einer Warenbörse versammeln. Der Grundriss entspricht dem anderer Häuser, abgesehen davon, dass die untere Etage, anstatt in ein Warenhaus verwandelt zu sein, als städtischer Karzer dient, was Beweis einer praktischen Exposition der Verwaltung ist und gewiss ein neues Stück architektonischer Moral erforderte.
Kirchen und Konvente sind solide gebaut, weisen nach außen hin aber ein ärmliches Aussehen auf. Die Dekoration der einen und das Personal der anderen entsprechen diesem Stil jedoch in keiner Weise. Gold und Silber finden sich auf den Altären reichlich angehäuft, welche mit gut ausgeführten, lebensgroßen, wundervoll angeordneten und in teure Roben gehüllten Gnadenbildern verziert sind und die, ob zwar von Motten und Rost zerfressen, Diebe zum Einbruch verleiten, was häufig der Fall ist. In ihrer Mitte steht, zur Gottheit erhöht, auffällig herausragend, das jungfräuliche Weib des Zimmermanns von Nazareth, das niedrige und doch gesegnete Instrument göttlichen Erbarmens über die Menschheit. Mit jenen Reichtümern verziert, von denen der Apostel lehrt, dass sie keinen Eingang in den Himmel fänden und die hier dennoch als himmlische Ornamente reichlich verwendet sind, wird sie am Hochaltar überschwänglich von niederknienden Mengen von Verehrern bestürmt, die einem schlaffen Bilde, das in einer Ecke an einem Kreuze ausgestreckt ist, den Rücken zuwenden und das also nur von einer Menge von Dornen umgeben ist. Trotz der Anwesenheit dieser missachteten Figur wehnt man sich hier vor dem Schrein der Diana im Tempel von Ephesus. Der Konvente sind 12 an der Zahl. Und diese sind nicht gut bestückt. Die klerikale Einwohnerschaft Havannas beträgt 417. Die gesamte Insel verfügt über 1034 männliche und weibliche Repräsentanten dieser Klasse, sodass sich der kirchliche Streiter nicht besonders gut versorgt findet. Die monastischen Orden sind einigermaßen nützlich, in dem Sinne, dass sie in ihren Konventen Schulen für die Vermittlung der Rudimente des Wissens eingerichtet haben. Im Konvent der Predigerbrüder, 1723 angesiedelt, befindet sich eine Art von Universität, die nach dem heiligen Hieronymus benannt ist und mit einer langen Liste aufwartet von Kanzlern, Rektoren, Beiräten, Kommissaren, Fiskalen, Schatzmeistern, Zeremonienmeistern und Professoren für Theologie, des geistlichen Kanons, des Zivilrechts, der Medizin, der Philosophie, Mathematik und des Humanismus. Im letzten Februar gab der Professor der Mathematik durch öffentlichen Aushang bekannt, dass er nicht in der Lage sei, seine Vorlesung fortzusetzen, da sich zur angesetzten Zeit nicht ein Student habe blicken lassen. Des Weiteren existiert eine königliche Stiftung für 24 Studenten mit dem Namen Königliches Seminar San Carlos und San Ambrosio. Das Haupt der wirtschaftlichen Gesellschaft von Havanna, der intelligente und liebenswürdige Don Alejandro Ramirez, Generalsuperintendent der Insel, hat sich höchst selbst brennend in der Beförderung und Verbreitung des Wissens hervorgetan. Schulen des britisch-königlichen Systems wurden ebenso eröffnet wie die des kostenlosen Unterrichts in politischer Ökonomie, Malerei und Zeichnung, sowie die zum Zwecke der Ausbildung von 10 tauben und stummen Schülern. Vorlesungen über Anatomie und Chemie wurden ebenfalls eingerichtet und jährlich werden Preise an die Schüler vergeben, die sich hierin auszeichnen. Alles dieses konnte in den letzten 10 Jahren unter der Leitung der oben genannten Herren ausgeführt werden. Ich bedauere in der Aufzählung der Erfolge dieser Institutionen, die der Sekretär der wissenschaftlichen Gesellschaft verfasst hat, lesen zu müssen, dass sich weniger Besucher einfinden als am Anfang, als eine Menge junger Leute durch die Neuigkeit der Sache angezogen worden war. Der Leiter des Theaters hat oft Anlass zur selben Bemerkung bezüglich der Aufführungen seiner Comedias Famosas.
I believe the Spaniards to be advancing very rapidly towards intellectual day. After a long night, they have reason to expect the dawn. They have been some time under the tuition of a master whom mankind usually find to be a stern but good teacher, adversity, and they show a disposition to profit by the lessons. There is something in the prejudices of a Spaniard that is favorable to his advance, though it seems paradoxical to say so. He believes his country to be the first in the world, the soil of every good quality and excellence, and it has produced him. Ich glaube, dass sich die Spanier intellektuell sehr schnell zu den Höhen der Zeit aufschwingen werden. Nach einer langen Nacht haben sie guten Grund, das Herandräuen des Morgens zu erwarten. Zu lange waren sie unter der Führung eines Meisters, den die Menschheit als einen strengen, aber guten Lehrmeister ansieht. Dem Missgeschick. Und sie zeigen große Neigung dazu, von seinen Lehren zu profitieren. Es gibt etwas in der Voreingenommenheit eines Spaniers, das seinem Voranschreiten zugute kommt, obwohl es paradox erscheint, dieses zu sagen. Er hält sein Land für das Erste in der Welt, den Nährboden jeder guten Qualität und Vorzüglichkeit, und es hat ihn hervorgebracht. Er ist höflich, er ist ehrenwert, denn er hält Höflichkeit und Ehre für die typischen Charaktereigenschaften eines Spaniers. Was den Stolz anbelangt, so wäre einer gewiss kaum ein Spanier ohne ihn. Aber wenn ihn die Kenntnis erst um seinen absoluten Überschwang, der alles andere zu überschatten geneigt ist, beschnitten hat, schwingt sich des Spaniers Stolz hinauf in die Höhen von Charakter und Gefühl. Also ist das Vorurteil, so möchte ich sagen, das Model, in dem sein Charakter geformt wurde. Brechen Sie es auf und werfen Sie es weg, und Sie werden sehen, über welch gut geformten Geist ein intelligenter Spanier verfügt. Einen ehrenwerten Zug der klerikalen Körperschaften möchte ich hier nicht verschweigen. Anders als ihre Brüder auf der iberischen Halbinsel haben sie hier wärmstens Partei für die Sache der Konstitution ergriffen. Der jetzige Bischof war einer der Abgeordneten der ehemaligen Cortes des spanischen Parlamentes. Er ist ein Mann von hoher Gesinnung und er erfreut sich allgemeiner Achtung. Die Insel ist in zwei Diözesen geteilt. Santiago de Cuba wurde 1804 zum Erzbistum erhoben und Havanna von diesem abgetrennt, so dass es nun über einen eigenen Bischof verfügt. Das Erzbistum Santiago besitzt eine Kathedrale, 22 Gemeindekirchen und 5 Hilfspfarreien, das Bistum Havanna eine Kathedrale, die 1788 errichtet wurde, 45 Gemeindekirchen und 53 Hilfspfarreien. Die Einkünfte des Bischofs betragen $60,000 im Jahr. Das gewöhnliche Einkommen durch Pfründen beläuft sich auf $2,000 bis $12,000. Die Stadt ist in 16 Quarteles genannte Stadtviertel unterteilt und weist 5 Barrios, 5 vorstädtische Gemeinden auf. Sie wird von einer dicken Mauer und einem Graben umgeben und hat 3 von den Zitadellen Morro und Punta unabhängige Festungen, die beachtliche Vorwerke darstellen. Die Garnison ist zurzeit stark und wird von 6 Linienregimentern, 4 Dragoner-Schwadronen und 500 Stück Artillerie gebildet, was eine Zahl zwischen 5 und 6.000 Berufssoldaten insgesamt ergibt. Was die Miliz betrifft, so gibt es 2 Fußbataillone und 4 Reiterschwadrone sowie 200 Artilleriegeschütze, ein Regiment, das aus freien Mulatten gebildet wird, und ein weiteres aus Schwarzen mit 4.480 freiwilligen Fußmilizionären und 70 Berittenen,
Alles in 7 Bataillone oder 43 Compañías Urbanas, städtische Kompanien, unterteilt. Die Compañías Urbanas, die ich erwähnt habe, wurden im letzten Juni aufgestellt, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ihre Aufgabe ist es, nachts in Abteilungen in den Straßen zu patrouillieren, denn diese Pflicht ist leider nur allzu notwendig. Morde haben sich in letzter Zeit in beunruhigender Weise gehäuft und die vielen Anzeigen in den Diarios, die Belohnungen für erbeutetes Diebesgut versprechen, demonstrierten die Laxheit der Polizei und die Anzahl der Raubüberfälle. Am letzten 18. Juni wurden nicht weniger als 7 weiße Personen in den Straßen getötet. Wenige Tage zuvor war der Majordomus eines Adligen am helllichten Tag in seiner Wohnung ermordet aufgefunden worden. In der Tat verging nicht ein Tag ohne den Fall eines Anschlags oder eine Untersuchung dieses hinterhältigsten und furchtbarsten aller Verbrechen. In einer Petition, die in jener Zeit die Bewohner des Barrio San Lázaro an den Generalkapitän richteten, wurde als bestimmender Grund ihres Begehrens, ein Tor zu ihrer Vorstadt in die Stadtmauer zu brechen, angeführt, dass dieses die Vielzahl an Morden, Straßenräuberei und Überfällen verhindern helfe, der sie auf dem langen Weg von ihrem Barrio zur Alameda, der öffentlichen Promenade, ausgesetzt seien. Diese Umstände scheinen bei der Regierung nun doch eine gewisse Besorgnis bezüglich des Lebens der ihnen untergebenen Subjekte geweckt zu haben, so dass die Compañías Urbanas zur nächtlichen Patrouille einbestellt wurden. Die Durchmischung der Bevölkerung, Gleichgültigkeit ohne Kapital, Leidenschaft für das Spiel und der Zugriff, den das Verbrechen nur allzu leicht über das menschliche Gewissen erlangt, das sich willig durch Menschenhand reinwaschen lässt, müssen als die Gründe für diese abstoßende moralische Verwahrlosung angesehen werden. Wenn ihre Bewohner durch ihre geistlichen Führer darüber belehrt worden wären, dass es sündhaft und von ihren Weltlichen, dass es strafbar ist, dann wäre der Charakter dieser Stadt vielleicht ein anderer. Ich habe mich oft an den nationalen Schauer erinnert, der 16 Millionen Menschen schüttelte, als vor einigen Jahren die Marr-Morde in England verübt wurden, und habe so oft über die ängstliche Besorgnis nachgedacht, die von allen Klassen auf dieser glücklichen Insel, glücklich sogar mit ihren Radikalen, erzeigt wurde, die Täter eines solchen Verbrechens zu entdecken und einer verdienten Bestrafung zuzuführen. Ach, aber ich kann andere Länder ja gar nicht angemessen beschreiben, wenn ich immer nur an England denke. Oh, allzu ungenaue Details haben mein Paket stark anschwellen lassen. Lasst uns ein wenig hier verweilen, denn wir wollen später noch weiter gemeinsam durch die Stadt streifen. If I'm always thinking of England. Oh, my vague details have swelled my packet too much. Let us rest a little here, for we have got to stroll together over the city still far. Robert Francis Jameson, Havana in the year 1820. That shitty fly again. Sie hörten über die Stadt Havanna.
Auszüge aus Brief 3 aus Robert Francis Jameson. Briefe aus Havanna aus dem Jahre 1820. Bericht über die gegenwärtige Lage der Insel Kuba sowie Betrachtungen zum Sklavenhandel. London, John Miller, 69 Fleet Street, im Jahre 1821. Lesung und Übersetzung aus dem Englischen, Mark Pusch, 2019.